Einen wunderschönen. Ja, wir haben 3.30 Uhr, 3.28 Uhr, um genau zu sein. Ne? Ich habe jetzt so in einer ruhigen, besinnlichen Minute gedacht, Mensch, fährst du mal einfach irgendwo in der Walachei, ne? Ein bisschen Luft schnappen, COPD, ne? Weißt ja, wenn die Lunge kracht, dann musst du auch ein bisschen, ja, nacharbeiten, ne? Und dreht sich das um Folgendes. Am gestrigen Abend lief mal wieder von unserem sehr geehrten Herrn aus Iserlohn eine Sondersendung. Ja, man echauffierte sich. Wie kann man nur, ne? Also er war jetzt ein bisschen echauffiert. Er sprach, die Polizei war da, SEK, ne? Gut, wenn das SEK da gewesen wäre, dann hätte der jetzt gar nichts mehr zu senden. Die nehmen nämlich auch die EDV mit, weil die hätten an der Stelle auch mit Sicherheit Interesse gezeigt. Wo war denn die Kalaschnikow denn damals her, ne? Und gibt's noch mehr davon? Weiß man ja nicht, ne? Der böse Knacki, der hat sie wieder alle verknackt. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Es ist Krieg. Krieg, Krieg, Krieg. Es gibt nur Theater hier. Krieg. Alle kriegen sich an die Köpfe, ne? An die Köpfe da. Ja, und wir kriegen uns natürlich auch an die Köpfe, ne? So ist das. Wer hätte denn gedacht, dass wir hier stillhalten? War das echt dein Ernst? Hältst du dich für so einen, ja, exzellenten, exquisiten, ausgeprägten, Dressman-ähnlichen James-Bond-Darsteller, dass du tatsächlich meinst, du bist es und alle anderen nicht, hm? Schätzelein. Guck mal, deine Lichtorgel, dein Arbeitszimmer, Wohnzimmer, Küche, Wimmelbildspiel, Suchzimmer, all in one sozusagen, ist auch so ein bisschen wie dein gesamtes Leben, ne? All in one, ne? Ich biete euch alles für, weiß nicht für was, aber ich bin's. Ja, was mir und vielen dann aufgefallen sein dürfte, bleibt, ist die Unbelehrbarkeit, ne? Unbelehrbar. Jetzt mal ohne eine, ne? Unbelehrbar bedeutet, täglich vor die Wand zu laufen, sich eine Beule holen und dann am nächsten Tag nochmal mit, noch mehr Anlauf, nochmal probieren, ne? Immer feste drauf. Und was man Kirche vorwirft, mangelnde Lernfähigkeit, schlechtes Elternhaus. Er reflektiert nicht, außer im Spiegel, wenn er sich die nagelneuen Ohren anhängt, ne? Dann könnte ich auch schon wieder kotzen. Da wird reflektiert, ne? Die spiegeln auch schön. Ja, Micha, jetzt kriege ich, ne? Ach du, ich rauche jetzt sogar so eine kleine Zigarre, ne? Uiuiuiui. Und hab in meiner Lunge, ne? Hier laufen ja schon die Wetten, ne? Wer von den älteren Herren eines Tages als erstes tot am PC in der Live-Sendung zusammensacken wird, ne? Schauen wir mal. Weiß ja nie, wer das ist, ne? Sind ja so viele hier, ne? Von den Biester. Ich habe mir deine Sondersendung noch gar nicht geben können, weil die hören sich ja immer gleich an. Das ist derselbe Loop wie auch Ententrainer 100% Show, ne? Es ist der tägliche Wahnsinn, der tägliche Loop, der tägliche Schwachsinn. Es kommt da nichts mehr rum. Immer dasselbe. Der hat damals die Polizei geschickt, der hat damals dieses. Ich werde 10 Jahre in den Knast gegangen. Die Festplatten waren gar nicht meine. Ja, aber der war von irgendeinem von deiner Familie angeschleppt. Wollen wir doch mal die Kirche im Dorf lassen. Hat immer ein bisschen Beigeschmack. Weißt du doch, Mann, riecht die doch nicht so auf. Guck mal, der
Bumsmobilfahrer, der Wohnklofahrer. Erst war er so in dich verliebt, wenn überhaupt, also wenn er jemals auf Mann stehen würde, ja, dann auf den Micha. Ja, und jetzt Anzeige ist raus. Eieieiei. Und das nur, weil man immer zu die falschen Leute gehalten hat. Kannst du dich daran erinnern? Kannst du dich denn noch daran erinnern, was du mir alles um Ohren gehauen hast? Erzähl den Leuten nochmal von den ganzen anderen Anzeigen. Das mit der Kalaschnikow, das war doch nicht alles. Ich hab dir doch so ein paar von den Dingern geschickt. Kannst du dich daran erinnern? Erzähl mal den Leuten, was ist denn da rumgekommen? Ich kann dir die Arbeit aber abnehmen, wenn du möchtest. Ich frag da gerne mal bei der Staatsanwaltschaft nach. Und lass mir mal erzählen, was der Spaß denn so kostet. Wenn du weißt, was ich meine. Unterm Strich war das ein Minusgeschäft für alle, da muss man schon sagen. Ne? Aber wir sind ja noch nicht fertig. Da kommt ja noch was. Oder habt ihr gedacht, jetzt ist der alte Sack hier durch? Nein. Kinder, auf gar keinen Fall. Ne? Ich habe so verschiedene Taktiken, verschiedene Strategien, so verschiedene Denkmuster entwickelt. Wenn ich die jetzt alle offenlegen würde, ja, dann könnte ich ja gleich auch meine Telegram-Gruppe wieder aufmachen. Ne? Macht ja keinen Sinn. Macht keinen Sinn, ne? Wenn alle immer alles wissen, macht's keinen Sinn. Manchmal ist das wichtig, dass nicht alle alles wissen. Oh, jetzt kommt ein Auto gefahren. Das fährt hier rein. Ein Lieferant wahrscheinlich. In der Tat, ein Lieferant betritt die Arena. Ja, ich bin relativ ins Grüne gefahren, weil ich dachte, ich habe hier so eine ruhige Ecke, ne? Dass wir mal in Ruhe schnacken können, weißt du? Weißt du? Ich mache das ja ganz gerne. Das Angenehme mit dem Nützlichen. Ich kann ja nachts meistens nicht schlafen, weißt du? Ich hab ja auch dicke Beine. Ich hab ja Rücken kaputt, dicke Beine. Wenn der Dicke vor mein Knie tritt, bin ich im Arsch, ne? Sagt der Dicke, ne? Schauen wir mal. Eieieiei. Ja, lieber Micha, wie gesagt, ich habe mir viele, viele von deinen Sachen angehört. Du hast in vielen Punkten übrigens auch recht, na, unbestritten. Aber Recht haben und Recht bekommen, in Deutschland zwei Paar Schuhe. Und die Art, wie du und deine zwei Spielkameraden das umsetzen wollen, die ist immer noch genauso scheiße wie am ersten Tag. Sie lernen das nicht, ne? Sie lernen es einfach nicht. Micha, da musst du was machen, Mann. Kannst du nicht mal was machen, Micha? Der kleine Autoschrauber, komm, der ist so gefährlich, der ist so gefährlich. Komm, Micha, da müssen wir mal was machen, ne? Dass wir dem vielleicht mal ein Beruhigungsmittel in den Tee tun, ne? Warum bist du denn eigentlich gar nicht zu dem seinen Geburtstag gefahren? Verstehe ich nicht, wir haben dich da vermisst. So da Kumpels, dich hätte einer mitnehmen können. Fragen über Fragen muss, ja, wahrscheinlich auf Wotan aufpassen, ne? Hund krank, ging gerade nicht, trotz Fahrgelegenheit. Mann, Micha, da musst du aber mal ein bisschen nacharbeiten, ne, an der Freundschaft. So, da fährt das Auto wieder. Jetzt dreht er, jetzt gleich kommt er, jetzt dreht er. Jetzt sitzt er, jetzt fährt er weg. Die werden sich auch denken, ne? Was bekloppen, hier sitzt einer vor so einem roten Punkt und raucht eine. Ja, gut, dass ich nicht getrunken habe, ne? Aber du solltest dir tatsächlich mal Gedanken machen. Noch eine Strafe. Wie zahlst du die denn eigentlich? Hast du da eine Idee? Habt ihr da schon einen Plan? Wird da für alle gesammelt? Sag mal, kann man da mitmachen? Ja. Der kleine Autoschrauber und der Transgender-Freund, die hatten ja die Tage noch gesagt, dass sie ihn nie gesammelt haben, ne?
keine Spenden, ja, da gab's das nicht, ne? Gab's dann plötzlich ein Screenshot, Paypal, ne? Puh. Beim Lügen erwischt, ja, dumm gelaufen, ne? So, wie verbleiben wir denn jetzt? Weiß ich auch nicht. Aber ich wollte mal so ein paar ruhige, schöne Töne. Guck mal, ich habe mir extra das neue Mikroskop hier gekauft, ne? Zoom H2N. Super, ne? Gibt's auch mit Videokamera. Macht super Sound, ne? Mach dir mal Gedanken über deine ganzen Motzanfälle, über deine ganzen komischen, wahnsinnigen Aktionen, die du da fährst. Mach dir mal Gedanken darüber. Und wenn du genug Gedanken gemacht hast, sag's mir mal Bescheid, ne? Dann machen wir vielleicht noch eine Runde. Wenn du wieder soweit bist, ne? Dein Knacki sagt ciao. So, jetzt gehe ich mal ein bisschen den Dicken noch verwimsen.